So, ran ans Werk, Wirrich. Aber wieso hast du keinen Kürbis? Ich schnitz eine Rübenlaterne. Rübenlaterne? Die klassische Laterne war eine Rübenlaterne. Obwohl ein Kürbis sicher einfacher zu bearbeiten ist. Ach Quatsch, das klappt schon. Weißt du, Halloween wird zwar erst seit wenigen Jahrzehnten bei uns gefeiert, hat aber eine sehr lange Geschichte und stammt nicht etwa aus den USA, sondern eigentlich aus Irland. Wurde bei der Besiedelung Nordamerikas von den irischen Einwanderern quasi mit eingeführt. Eigentlich geht das Wort Halloween auf All Hallows Eve zurück, was auf Deutsch Allerheiligen Abend heißt und den Abend vor Allerheiligen meint. Allerheiligen ist jedes Jahr am 1. November. Es ist der Tag, der der Vielzahl von Heiligen gewidmet ist, zu denen Maria und Josef, Nikolaus von Myra, Martin von Tours und viele weitere zählen. Da Allerheiligen immer am 1. November ist, fällt Halloween, also der Abend vor Allerheiligen, jedes Jahr auf den 31. Oktober. Bei Halloween verschmelzen allerlei Bräuche und Sagen. Die geläufige Kürbis- bzw. Rübenlaterne geht zum Beispiel auf die Geschichte des Iren Jack Oldfield zurück. Es gibt verschiedene Versionen dieser Geschichte. Eine davon besagt, der mürrische Hufschmied Jack habe den Teufel mit einer List dazu gebracht, auf einen Baum zu klettern. Als dieser auf dem Baum war, schnitzte Jack Kreuze in die Rinde, sodass der Teufel auf dem Baum gefangen war. Als Jack Oldfield schließlich starb, blieb ihm aufgrund seiner Missetaten der Weg in den Himmel verschlossen. Und auch der Teufel wollte ihn nicht bei sich haben. Er sollte also auf ewig in der Dunkelheit umherirren. Einzig eine Rübe und ein Stück Kohle gab der Teufel ihm, die ihm den Weg durch die Dunkelheit erleuchten sollten. Und daher schnitzte ich eine Rübenlaterne. Da in den USA mehr Kürbisse als Rüben wachsen, wurde die Rübenlaterne schließlich durch die weit verbreitete Kürbislaterne ersetzt. Anstatt den Kürbis mit hübschen Mustern zu verzieren, ach nee, das ist ja herzallerliebst. Kommt mal her, schaut mal! Schnitzten die Menschen grimmige Gesichter hinein, um böse Geister zu verscheuchen. Halloween ist allerdings auch eine Unruhenacht, eine Nacht der Streiche. Die gruseligen Kostüme zu Halloween dienen dazu, unter den echten umherwandelnden Geistern, Zombies und Vampiren nicht aufzufallen. Oder sie dienen einfach dazu, Spaß zu haben. Und so ziehen schließlich kostümierte Kinder von Haus zu Haus und fordern Süßes, sonst gibt's Saures. Denn Halloween ist eine Nacht voller Schabernack, eher aber eine Nacht voller Bäuche. So, ich glaube, wir sind fertig. Sieht doch wirklich schön schaurig aus. Und jetzt erzählen wir uns Gruselgeschichten. Also, eines Nachts machte eine Gruppe Kinder einen Ausflug zu einer kleinen Holzhütte auf einem kahlen Berg. Der Nebel war so dicht, dass sie kaum einen Meter weit sehen konnten. Plötzlich schoss aus dem Nebel ein...
Anselm und ich würden uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und uns auch sonst weiterempfehlen würdet.